Die SPÖ bekommt einen neuen zweiten Landesgeschäftsführer. Klaus Seltenheim wird Wolfgang Kotschewer in Zukunft unterstützen. Die SPÖ Niederösterreich setzt diesen Schritt 2 Jahre vor der nächsten geplanten Landtagswahl. Die Einführung eines zweiten gleichberechtigten Landesgeschäftsführers sei dringend notwendig, sagte SPÖ-Landesparteiobmann Franz Schnabel bei der Präsentation vergangene Woche. Die SPÖ Niederösterreich hatte schon mehrmals Erfahrung mit 2 Landesgeschäftsführern und in Zeiten wie diesen ist die Etablierung eines weiteren zusätzlichen Landesgeschäftsführers dringend notwendig und geboten, weil wir uns breiter aufstellen wollen, weil wir fokussierter arbeiten wollen, weil wir wesentliche Themen der Sozialdemokratie in Zeiten wie diesen auch verstärken wollen. Eines der Ziele des zweiten Landesgeschäftsführers ist, die Kampagnenfähigkeit der SPÖ wiederherzustellen, und zwar online und real. Politischer Erfolg sei nämlich nicht nur eine Frage der Themenlage, die derzeit für die Sozialdemokratie spreche. Ich denke, es ist ja auch aufgrund der aktuellen Corona-Krise kein Geheimnis, dass die Themenlage tendenziell der Sozialdemokratie wieder Hochkonjunktur bekommen wird. Also wenn man sich die Arbeitslosenzahlen anschaut und auch schon unsere ersten politischen Initiativen dazu, eben 80.000 Jobs für Niederösterreich oder auf Bundesebene die Fortführung der Aktion 40.000, also die Aufdopplung der Aktion 20.000. Es ist aber nur so, dass politischer Erfolg nicht nur von der Themenlage her rührt, politischer Erfolg rührt einfach auch daher, dass man sich organisatorisch und organisationspolitisch so aufstellt, dass man diesen politischen Spielbälle, die einem zugeworfen werden, auch aufnehmen kann und in Treffer verwandeln kann. Und das ist ein Punkt, den wir als SPÖ die letzten Jahre vielleicht nicht ganz im Vordergrund hatten. Hier hat die SPÖ Niederösterreich, finde ich, in den letzten Wochen, Monaten und Jahren schon wichtige Weichen gestellt, ein bisschen abrupt unterbrochen, auch durch Corona. Ich sehe es jetzt stark als meine Aufgabe, auch diese Dinge und diese Projekte auf den Boden zu bringen. Das Zauberwort, das jetzt auch schon Jahre und eher schon fast Jahrzehnte die SPÖ begleitet, ist, dass wir wieder kampagnenfähig werden müssen. Das betrifft nicht nur den digitalen Bereich, sondern auch sehr stark klarerweise den Bereich im realen Raum. Denke aber, dass wir als SPÖ prinzipiell immer noch sehr gut aufgestellt sind, was auch unsere Strukturen betrifft. Es geht auch viel darum, diese Strukturen zu unterstützen, ihnen Arbeit abzunehmen, auch die bürokratischen Lasten auf den unterschiedlichen Ebenen mehr vielleicht ins Land zu holen und die Strukturen so zu unterstützen, dass sie auch wieder vor Ort politische Arbeit machen können. Wolfgang Kotschewer, der neben seiner Tätigkeit als erster Landesgeschäftsführer der SPÖ Niederösterreich auch Bürgermeister von Ebreichsdorf ist, sprach von einem wichtigen und richtigen Schritt. In meinem Bereich bleiben die politische Verantwortung und die Zusammenarbeit auch, was die Gemeindestrukturen in der Zusammenarbeit mit den Bezirksorganisationen und mit dem Gemeindevertreterverband betrifft. Und ich bin überzeugt, dass das eine sehr, sehr starke Partnerschaft wird. Ich freue mich und auch im Team wurde er wirklich hervorragend aufgenommen. Und wir sind überzeugt, dass das der richtige Schritt ist und wir die nächsten 2 Jahre ganz, ganz intensiv für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher arbeiten werden und unsere sozialdemokratischen Ideen, Botschaften und vor allem auch Alternativen zu dem absolut geführten Bundesland hier in Niederösterreich auch thematisieren werden, um wirklich den Niederösterreichern und Niederösterreichern zu zeigen, dass es andere Antworten und vielleicht auch bessere Antworten braucht, um dieses Land gerade jetzt in dieser Krise nach vorzubringen.